Liebe Schwestern und Brüder, Gerechtigkeit und Friede, nach beidem schauen wir und alle Menschen aus. Diesen beiden Gütern gilt die eindringliche Vision des Propheten Jesaja in der Lesung. Es ist die Erwartung eines Menschen, der Shalom, Frieden, ganzheitliches Glück bringt, die er ausspricht, und die Sehnsucht nach einem Leben, das nicht ständig bedroht wird von Gewalt, Hass, gegenseitigem Unverständnis, vom allmählichen oder plötzlichen Tod. In der vom Propheten gezeichneten Heilsgestalt sieht christlicher Glaube, sehen wir Jesus Christus. Dieser Glaube vertraut, dass Christus die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse radikal verändern kann, dass er wirklich die Erfüllung aller menschlichen Sehnsüchte ist. Uns Menschen allein wollen Gerechtigkeit und Friede nicht gelingen. Unsere Schwächen und Sünden hindern uns immer wieder, unseren Auftrag an dieser Welt und an der Menschheit zu erfüllen. Wir sollten dazu beitragen, dass nichts Böses mehr geschieht, dass kein Verbrechen mehr begangen wird, dass die Erde gleichsam getränkt ist von der Erkenntnis Gottes. Wir sollten dazu beitragen, dass alle Menschen in Christus den Messias hören und sehen. Aber wir sind oft zu stolz und egoistisch, haben uns nicht klein gemacht, sind in unserer Nachfolge nicht unmündig geworden, wie es die Bibel sagt. So können wir nur immer wieder den Vater bitten: Bewahre uns vor aller Ansteckung des Bösen, komm uns zu Hilfe, ersetze, was uns fehlt, lehre uns die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen und lass uns das Unvergängliche mehr lieben als das Vergängliche. Ja, unsere Bitte lautet letztlich: Tröste uns durch die Ankunft deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Gottes Antwort, die uns trösten will, lautet: Seht, der Herr wird kommen und alle Heiligen mit ihm. Ein großes Licht wird aufstrahlen an jedem Tag. Für Sie, für mich, für uns alle. Amen.